Multimotor hat zu. Aber Pleatsch, wie wir sind, haben wir angerufen bei einer dieser Nummern, beziehungsweise bei beiden. Der Einzige, der dort Englisch spricht, war ungefähr ein 6-jähriges Kind, aber das hat ganz gut funktioniert. Und in einer Viertelstunde soll irgendein Mechaniker kommen, der uns den Reifen wechselt. Es ist 4:55, also 20 Minuten. Und es hat echt geklappt. Der gute Kollege ist gekommen, zack, die Werkstatt aufgesperrt. Und jetzt gibt es einen neuen Reifen. Reifen ist fertig. Und Micha hat sich für einen Metzler Unicross entschieden. Ziemlich grobes Teil. Und jetzt will der Kollege Mechaniker uns auch noch einen schönen Track zeigen, oben in den Bergen von Andorra. Bis 6 Days ist er schon mitgefahren. Er fährt die 6 Days. Yes. Wahrscheinlich hat er unsere Mopeds gesehen und denkt, wir fahren auch die 6 Days. Der meint, wir könnten fahren. Das ist wir fahren aber nur 6 Tage auf der Straße. Genau. Und einen Schotterweg. Jetzt bin ich so ein bisschen verunsichert. Zumal Micha jetzt auch noch so einen Reifen mit Zähnen hat. Im Vergleich dazu mein sanfter. Obgleich er neu ist, ist da schon wieder nicht mehr so viel drauf. I just want to be whole. When I hit the rainbow, please. Oh.
not difficult. Now it's easy. Now it's hard, but it's good, huh? Not bad, but difficult. Hast du einen Namen von ihm? Nee. Und wir sind jetzt mit ihm hier in das Skigebiet irgendwo reingefahren, was wir nicht alleine machen dürfen und was wir auch nicht zu Hause erzählen dürfen. Weil sonst wird er vom andorianischen König irgendwie, weiß ich nicht, in Ungnade fallen. Ich weiß gar nicht, haben die einen König? Auf jeden Fall war das eine sehr geile Geschichte. Wir sind jetzt hier oben an so einem Refugio. An einem See, die Berge drumherum, unser Guide, der nicht erkannt werden will. Und er hat uns jetzt auch nochmal vorgeführt, dass auch die 1190R durchaus Offroad-gängig ist. Wenn der Richtige drauf sitzt. Wenn der Richtige drauf sitzt. The
gab es auch gleich eine Einladung ins Motormuseum. Und da sehen wir das Original. 96 Rallye. 96 Rallye. Sehr geil. Sieht eigentlich so aus wie uns. Der Kühler ist besserer, würde ich mal sagen. Die Auspuffführung ist nicht so anfällig wie bei uns. Schöner Motorschutz. Klasse. Und hier haben wir das Vorgängermodell, 660 Rallye. Auch ein schickes Teil. Aber, oh, hier was für einen alten Heizer. Der alte Heizer. Armin, ich wusste gar nicht, dass er die Kiste hier abgestellt hat. Ducatis, Triumphe, amerikanisches Schwereisen. Und da oben ist sie. Eine wunderbare Ducati Mach 3 dessen. Ach komm, Michael. Despresse Cyril. Das ist so geil. Anscheinend scheint der Kollege, unser... Sí, sí, no. Només aquest estrés d'aquí, eh? Des de l'altre ja se'n pot venir. Gut aus, oder? Absolut, ja. Und du wolltest Reifen in Italien, dass ich die da wechsle, gell? Did you like? Very much, very nice. Very nice. Very nice. This is the original motorbike from Cyril Depré. Yeah. Like a winner, eh? Yeah, yeah, yeah. Maybe we can change it. We put ours here and take this one up. Multimoto Andorra. Multimoto Andorra. Multimoto. What's your name? Santi Jorem, Santi. Santi? Si. Santi. Santi, like Santa, Santa Claus. James. My name James. James in English is James. Yeah, okay. Santi is Santi. Santi is a title? World champion. Trial master. This is... All my life motto. This is our web. Okay. And you enter in our web. There's a link. Facebook Motorcycle Museum.